31. OMV-Halbmarathon Altötting am Sonntag, den 18.09.2022. Wir würden uns sehr freuen, euch wieder in Altötting 2022 am Start zu sehen. Anmeldung unter www.halbmarathon.de. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, heute am Dienstag, den 30. August 2022, fand hier auf dem Mühldorfer Traditionsvolksfest der Tag der guten Nachbarschaft statt. Wir waren für Sie mit dabei und haben ein paar Impressionen eingefangen. Ausrichter des Tags der guten Nachbarschaft war die Kreisstadt Mühldorf am Inn in Kooperation mit dem Landkreis Mühldorf am Inn. Erster Bürgermeister der Stadt Mühldorf, Michael Hetzel, Landrat Max Heimerl und Volksfestkönigin Katharina Gruber freuten sich über ein voll besetztes Spatenfestzelt. Warum gibt es denn hier auf dem Mühldorfer Volksfest den Treffpunkt von Politik, Wirtschaft und Verwaltung? Weil es eine gute und wichtige Einrichtung ist. Der Tag des Landkreises ist ja genauso wie das Volksfest hier Tradition. Und das ist einfach schön, wenn man sich mal mit Behördenvertretern, mit Bürgermeistern aus dem eigenen Landkreis, aber auch aus dem benachbarten Landkreis treffen kann, unbeschwerte Stunden genießen kann, ein bisschen ratschen kann, sich austauschen kann. Das gehört einfach dazu und das tut gut. Und heute ist ja auch wieder einiges geboten. Was können denn die Leute heute erwarten? Ja, das Wichtigste ist, dass wir uns in Bierzeit zusammensitzen können. Und dann gibt es natürlich auch ein schönes Rahmenprogramm. Die Stadt Mühldorf, der Landkreis, es gibt die Verlosung. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, dass man zusammenkommt, dass man ein Massal Bier trinken kann, eine gute Brotzeit essen kann und wirklich schöne Stunden genießen kann. Höhepunkt des Tages war eine Verlosung mit gesponserten Geschenkkörben und Gutscheinen, die von Ordnungsamtsleiter Fritz Waldinger verlost wurden. Die komplette Organisation zu diesem Tag wurde von der Stadt Mühldorf übernommen. Wie viele Gemeinden, wie viele Ortschaften waren denn überhaupt halt mit dabei? Also eigentlich die ganzen Gemeinden und Kommunen der Landkreise Mühldorf und Altötting und auch darüber hinaus. Ich kann es gar nicht genau sagen, wir haben 6.000 Einladungen rausgeschickt und das Spatenfestzelt ist mit 4.500 Personen voll besetzt. Also war wieder voller Erfolg der Nachmittag und mich freut es, dass alle gekommen sind und die Einladung gefolgt sind. Und was ist jetzt da heute alles geboten? Ja, das war jetzt bei Treffen der Politik und Kommunen und Gemeinden, die Angestellten, die Bediensteten, auch von der Stadt, von den Ämtern, von den Behörden. Und ja, da war die Verlosung, jetzt ist dann ein gemeinsames Autoscooter fahren mit den Kommunalpolitikern. Und dann wird um 18.45 Uhr so was Holzfestschießen eröffnet. Und dann, glaube ich, war es für heute, offiziell. Und wie war da der organisatorische Aufwand, so ein Festl auf die Beine zu stellen, hier am Mühldorfer Volksfest? Ja, da ist jeder Tag eigentlich sehr spannend. Gestern haben wir einen Tag der Senioren gehabt, heute der Tag des Landkreises, morgen ist Kindernachmittag und so geht es eigentlich die ganze Zeit durch. Wir sind zum großen Jubiläums Schützen- und Trachtenzug am Sonntag, da wollen wir allein 6.500 Schützen und Trachtler erwarten im Startplatz zum Festtag. Ja, und so geht es die ganze Zeit hier, also ist ein mega Aufwand. Aber mir macht Spaß und dem ganzen Team ist es eine tolle Geschichte. Im Anschluss erfreuten sich die anwesenden Bürgermeister und Politiker über ein Lebkuchenherz der Kreisstadt. Im Anschluss daran ging es für die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aus den Landkreisen Altötting und Mühldorf direkt zum Autoscooter, wo sie sichtlich viel Spaß hatten. Ihr habt ja jetzt gerade Autoscooter fahren dürfen. Wer hat denn gewonnen? War es ein Kopf-an-Kopf-Rennen? Naja, beim Autoscooter fahren gibt es keinen Sieger. Also, mir war es wichtig, dass beide wieder heil aussteigen, weil das war rappelvoll auf der Fahrbahn. Hat Spaß gemacht wieder. So richtig, da ist man wieder in die Kindheit zurückversetzt. Das glaube ich ist auch. Beim Autoscooter fahren geht es um einen Spaß. Und den, glaube ich, haben wir alle miteinander gehabt. Das war doch das Schönste. Ihr habt ja jetzt gerade Autoscooter fahren dürfen. Wie hat es euch denn gefallen? Sehr gut, sehr gut. Also ich denke, dass das für uns alle jetzt ein Riesenspaß, eine Riesenfreude war. Ich kann es jetzt einfach nur so weitergeben. Es war schön, die Bürgermeisterkollegen einmal ein bisschen abzuschießen. Nein, abzuschießen war es nicht, aber es hat Spaß gemacht. Und wer hat das Rennen gemacht? Abi Ampfing. Aber nicht immer. Ich bin mir vorgekommen wie bei einer Ausfahrt von der Autobahn, wo da auf einmal ein Geisterfahrer entgegenkommt. Nein, wir haben uns alle nicht schuldig geblieben, glaube ich. Vor allem, weil wir alle links rum gefahren sind, passt das alles. Super, vielen Dank. Der Tag der guten Nachbarschaft hier auf dem Mühldorfer Volksfest war ein voller Erfolg, wie man an den erfreuten Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen sehen konnte. Wir bleiben auch weiterhin auf dem Mühldorfer Traditionsvolksfest für Sie mit dabei. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihre Nicola Koska.
31. OMV-Halbmarathon Altötting am Sonntag, den 18.09.2022. Wir würden uns sehr freuen, euch wieder in Altötting 2022 am Start zu sehen. Anmeldung unter www.halbmarathon.de.